Willkommen auf Samos. Erkundung geht weiter auf dieser kleinen Insel, die Hera quasi untergeben ist. Wir bewegen uns jetzt zum Schwarzwald, dann hier runter und na, wir gehen den Weg entlang. Ich habe keine Lust, gegen Wildschweine zu kämpfen. Wir gehen davon aus, wir haben Phobos wieder zurück zum Schiff geschickt. Nachdem er ins Wasser gefallen ist, ist er leider unpassierbar geworden. Oh, es ist schön, die Insel. Aber hier gibt's nicht viel. Lass mich mal kurz gucken. Wir haben doch in der letzten Folge einen Kultisten erledigt, oder? Kann ich? Ja, ich kann! Wir haben genug zusammen. Dann ist unser nächstes Ziel nach Samos auf jeden Fall Andros. Den Speer auf Stufe ultimativ stellen. Und mehr Schaden machen. Das ist unser nächstes Ziel. Garten der Artemis entdeckt. Ein kleines Lager, das ist unbedeutend. Kein Austragerrätsel, nix, also gehen wir da nicht hin. Und lassen die in Ruhe. Spart uns eine Menge Ärger. Oh, aber wir können Statue von hinten sehen. Kann man den Todesstern von hier aus sehen? Das wäre voll geil. Ah, es blendet! Und wie geht's dir, Sonne, heute? Ach, blendend! Ich strahle ja so förmlich. Von mir geht eine innerliche Hitze aus. So, ist genug mit Sonnenwitzen. Nein, ich sehe schon wieder Wildschweine, meine Erzfeinde. Mann, ey, ich will jetzt aber auch nicht den riesen Berg hier versuchen runterzuklettern und dann runterzustürzen. Gott. Ist der tot? Ja, Gott sei Dank. Ihr verwiesten Schwein. Also irgendwas ist hier was noch heftigeres als Wildschwein. Das tötet die heftigsten Tiere der Welt. Wenn die Tiere rumlaufen, dann speichere ich mal lieber. Wir rutschen hier mit Stil runter, nehmen noch ein bisschen Holz mit und gucken dann aufs offene Meer. Das! Da hinten sieht ziemlich cool aus. Das Poseidon. Eine Statue von Poseidon. Cool. Werden wir auch irgendwann erkunden. Sind Gebiete, die wir noch nicht befahren haben. Aber erstmal Andros. Und davor nochmal die Insel erleben hier. Fischerdorf Kasania entdeckt. Felsen von Krenes entdeckt.
Gut, von hier aus geht doch ein Weg nach unten, ne? Oh, da ist auch noch was. Und da ist auch noch was. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Da sind ja Zahlen drauf. Ich hoffe, da hinten ist nichts. Gut, dann gehen wir da lang und einfach den Strand entlang, oder? Ja, machen wir Strandspaziergang, so einen schön ausgefeilten. Strecken wir die Folge auf über 50.000 Minuten. Weil der Weg so lang ist. Wie weit ist es denn nach Andros von hier? Eigentlich nicht so weit, oder? 4000 Seemeilen, okay. Delicious Quartier entdeckt. Wer ist Delicious? Das klingt wie das Wort, englische Wort Delicious. Und das heißt lecker. Das heißt, übersetzt heißt das lecker Quartier entdeckt. Gut, Felsen von Krenes erledigt. Icarus-Wahrnehmung erledigt. Gut, dann laufen wir jetzt hier mal lang. Gehen da hinten am Strand mal runter. Oh, vielleicht doch nicht. Ich komme da nicht mehr hoch. Zumindest auf reellem Weg. Ohne zu klettern. Dann machen wir uns das einfach und gehen hier oben lang. Können wir ein bisschen Holz mitnehmen. Piratenküste entdeckt. Ja, Piraten könnten tatsächlich irgendwas haben. Nö. Okay. Dann ist das richtig einfach. Wir gehen zurück nach Pythagoreon. Die Insel Kradia haben wir auch noch nicht ge... Die müssten wir ja eigentlich auch noch mal haben. Wir müssten die Insel Kradia zuvor nehmen. Die liegt so ganz verlassen. Und die würde ich ganz gerne aufdecken. So, da wäre... Ah, Wildschweine. Da wir können jetzt. Ah, ich will hier weg. Die Wildschweine machen mich fertig. Wenn ich eins gelernt habe, ist, dass Wildschweine die stärksten Gegner des Spiels sind. Ja, nicht mal der Löwe kann dagegen was ausrichten. Die Zivilisten rennen hier schon, weil die Angst haben. Lauf, 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 lauf. Kann man das sehen von hier aus, die Insel? Ja, ne? Ganz kleine Insel da hinten. Mit nichts drauf, aber... Scheint für das Spiel wichtig zu sein, dass es einen Namen hat. Ich muss, glaube ich, auf die andere Seite vom Hafen einmal. Oder kann ich hier durchlaufen? Nö, warum einen Steg bauen? Entschuldigung, dass ich in euer Vorzimmer gelandet bin. Alter, ist das geil, den Weg so zu finden.
Das macht richtig Spaß. Einfach zu Fuß den richtigen Weg, den man normalerweise auch gehen würde, dann auch gehen. Über die Häuser springen und so, das kann ja jeder. So, da sind wir. Wir waren ja lange weg. Gut. Auf Position! Wo ist denn die Insel? Da. So, die Piraten könnten noch gefährlich werden von den Kultisten, wenn die noch auf See sind. Deswegen passen wir da besser auf. Haltet Ausschau nach feindlichen Schiffen! Genau. Dö, 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 dö. Dö, 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 dö. Nagelt sie am Boden fest, die Kultisten. Nagelt sie am Boden fest, nagelt sie am Boden fest, die Kultisten. Boah, ist das Wasser schön klar. So, Spiel, was gibt's hier? Nichts! Boah, das ist ja cool. Ne, da gibt's immerhin einen Trostpreis. Ein Erz. 9 Gold. 9 Gold. Und 7 Obsidianglas. Hier stinkt noch was. Ach, da ist nicht so leicht zu sehen. Oh, nochmal ein bisschen Zeug. Okay, das war's. Das hat mich ja richtig... Spiel, warum haben wir Andros nicht anvisiert? Oh, die Anlegestelle ist auch immer so weit weg, ne? Naja. Nützt nichts. Wir müssen das machen. Guckt euch auch das Detail von diesem Schiff an. Einfach das Holz. Ist das nicht gut? So detailreich. Es ist... Es gibt Spiele, die stellen das nicht dar. So. Und go. Das sind Piraten, da müssen wir aufpassen. Da hätten wir wahrscheinlich auch. Die unser Weg kreuzen, leider. Das sind aber so kleine Schaluppen, ne? Die wagen es wirklich, mich anzugreifen. Ich bin doppelt so groß wie die. Yeah!
Oh ja, die sind gefährlicher. Die sind etwas gefährlicher. Sie kommen direkt auf uns zu! Jetzt! Angriff! Bogenschützen vor! Weg sie im Kreis! Speere! Jetzt! Schützen! Bereithalten! Au! Da haben sie mir noch was gegeben. Mal gucken, was sie an Bord haben. Der hat noch getroffen? Okay. Obsidianschwert. Oh, noch ein Pirat. Jetzt wird's aber lächerlich. Guck mal, was ich mit deinen Freunden mache. Können die verschwinden? Ich will nach Andros. Muss ich durch Athena-Schiffe. Es gab wohl keine andere Wahl. Ist das eine Blockade hier oder sind so viele Schiffe von denen? Das dürfte eine Spartaner-Schaluppe sein da hinten. Oder ein Handelsschiff. So, das dürfte noch nicht Andros sein, oder? Ja, vielleicht doch. Wenn das ein Spartanisch-Schiff ist, dann hat das ein Problem. So, wir machen uns jetzt auf zur Schmiede, um unser Speer zu verbessern. Wir haben mittlerweile genug Schnipsel, um dort die nächste Stufe auszurufen. Wow, cool. Vielleicht kriegen wir auch dadurch das nächste Zukunftskatzin. Die gibt's ja auch zwischendurch. Euch aufs Festmachen vor!
So, und erneut haben wir diesen Fußmarsch vor uns. Oh Gott. Die müssen schon mal erledigt werden hier. So, bleiben wir mal stehen. Noch mit. 43 Leder? Das war nicht wenig. Können wir hier nebenbei auch ein paar Pfeile bauen. Das machen wir erstmal so zwischendurch. Sind schon auf 2500 Holz. Durch diese Entermanöver und alles. Ja, das hat was. So, und jetzt kommt was Extraterrestrisches. Also habe ich kein Bild davon. Von dem hier schon auf jeden Fall, aber für die Folge halt, ne? Ich glaube, da habe ich noch kein Thumbnail. Ein Ort, den wir schon lange nicht mehr aufgesucht haben. Och, komm. Das ist doch nur ein Stein. Manchmal stellen sich die Charaktere auch an. Oh nein, ein Stein. Ich kann hier nicht rüber. Wir müssen dann das, wie die Ameisen vom großen Krabbeln das machen. Man geht einfach um das Hindernis herum. Drüber springen? Viel zu kompliziert. Drüber gehen? Noch komplizierter. So. Gucken wir uns nochmal an, was wir da bekommen. Die nächste Stufe bringt plus 9% Gesundheit pro ausgegebenen Adrenalinsegment. Maximale Adrenalinsegmente 7. Maximale Fähigkeitsrang 3. Zweite Nahkampffähigkeitsrat verfügbar. Ja gut, verfügbar ist das zweite ja auch. Auf jeden Fall Stufe 5. Ich glaube von 6 Stufen, ne? Hab ich gerade gelesen? Ja, also die vorletzte Stufe. Er ist erst golden. Speer verbessert. So,
nächste Quest, verbessere den Speer. 22 Artefakte. Ja gut, das ist die letzte Stufe, ne? Jetzt müssen wir jeden Kultisten umbringen. Und alle bringen 22 insgesamt. Wirklich? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Deimos wird ja auch noch einen haben. Oder der Geist des Kosmos. Passt. Gut. Ich glaube, wenn wir den vollständig haben, dann sind wir eh Gott. Ja, bringt nochmal 1% Gesundheit, nochmal mehr. Pro ausgegebenem Adrenalinsegment. Was meint das Spiel damit? Was ist ein Adrenalinsegment? Oh, ich kann die Dinger jetzt machen. Oh, yes. Okay, was wollen wir upgraden? Was wollen wir upgraden? Was ist wichtig? Kann dreimal verkettet werden. Das ist natürlich besonders gut. Das heißt, den würde ich gerne haben. 150% Schaden. Den Heldenschlag nutze ich auch sehr gerne. Statt 80, 100% Schaden. Jo, warum nicht? Ach, das ist die Giftfähigkeit, ne? Ja, ich habe ja schon Gift. Das wäre total Bullshit. Offenbarung, Weitsicht, 30, ja. Was haben wir noch? Wir haben den hier. Macht alle Gegner im Umkreis von 7 Meter benommen und richtet... Wow! Ja, das ist ein Upgrade. Schilde zerspringen, Teile, die Gegner in der Nähe Schaden zufügen. Auch gut. Ich glaube, der Kick wird beim nächsten Mal gemacht. Was ist das hier? Achso. Tritt es so stark, dass die Schockwelle mehrere... Boah, ja. Auch gut. Ja, das ist halt cool, ne? Dann machen wir Schild... Ja, Schilder haben wir einige, ne? Ich kann mich jetzt gerade zwischen die... Wir machen auf jeden Fall den Tritt. Und ich würde sagen, ich mache einen Würfelwurf. Ein W20. Ring des Chaos ist gerade und Schildbrecher ist ungerade. Ich würfe. Es brennt. Der ist genau auf der Kante gelandet. Toll. So, und es ist eine... 12. Also gerade. Okay. Also Ring des Chaos. Alles Kernangriffsfähigkeiten von uns. Die haben sich jetzt richtig gelohnt. Wir wurden jetzt massiv stärker. Sehr gut. Jetzt machen wir mehr Schaden. So, wir nähern uns dem Ende der Session. Merkt man auch an meiner Stimme. Ich werde immer leiser und heiser. Nichtsdestotrotz werden wir erstmal Licht anmachen. Um es wieder auszumachen. Wir werden schon zu Melos fahren. Dann müssen wir an Attika vorbei. Und am Rand von Sparta auch. So viel Platz habe ich noch auf der Platte, dass wir das noch machen können. Ah. Ja, Speer ist cool. Guckt euch an. Oh, guckt euch schön das Detail an. Ist das nicht herrlich?
Das Upgrade war cool. Jetzt ist er schön vergoldet. Da hinten unser neues Superschwert. Oh, die Session hat sich wirklich gelohnt. Also wir haben so viele tolle Sachen bekommen. Jetzt brauche ich eine gute Rüstung. Oder was fürs Schiff. Neue Flaggen, neue Leute, neue alles. Neu, mehr alles. Ich brauche mehr alles. Warum ist ein Spartaner hier, Athena hier? Achso, stimmt. Ist ja einer meiner Leute. Immer so Hasskicks, wenn ich Athena sehe. Jetzt hier in dem Spiel. So, also auf nach Melos. Eine lange Reise. Mal wieder. Verabschiedet euch! Kapitän am Steuer! Da, 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 da. Okay. Ab geht's. Nein, doch nicht da. Volle Bremsung. Wasser. Voll Bremsung. Gott, das war knapp. Ja, am Handelsschiff, ey. Wow. Sturz. Boah. Weltuntergang. Zeus ist böse. Es waren wohl heilige Handelsschiffe mit irgendwelchen göttlichen Sachen. Okay. Ich bitte um Vergebung. Wir haben doch nicht die Schiffe gerammt. Mitten im Sturm gelandet. Poseidon! Wie soll ich keine Angst haben? Poseidon stellt ja Drathea auf die Probe! Bitte, dass Athena uns hilft! Alle Mann auf Posten! Nein, nicht angreifen! Wir wollen sie nicht rammen! Die auch nicht! Boah, 45 ist heftig. Ja, kommen wir noch vorbei? Sieht fast dann noch aus. Kapitän, wir sollten Poseidon danken. Auf einmal sollen wir Poseidon danken und jetzt hast du Angst vor ihm gehabt gerade eben. Sehr gut. Ist er denn entkommen? Wir sliden so zwischen den Wellen hindurch. Da hinten ist Attika. Und dahinter, hinter dem Berg, liegt Athen. Da waren wir ja schon ewig. Die Wand!
Wir versuchen zu entkommen. Ich habe keine Zeit mehr, deswegen. Der Ruder! Es geht voran! Ja, unser Boot hat so ein bisschen Schaden genommen. Aber es reicht noch, dass wir die Insel erreichen. Die Insel mit einer Burg. Und ein Tempel direkt an der Klippe. War schon ein Ort hier, wo wir ankern können? Ja, hier drin wahrscheinlich. Ja, perfekt. Alter, das Lightning, ne? Guckt euch das an. Tempel von Melos entdeckt. Bereit fürs Anlegen! Oh Gott, das sind die Piraten. Melos entdeckt. Das sieht aus wie eine Kultstätte hier. Oh, Feuer. Feuer ist heiß. Ob ich hier einfach rein darf? Bin ich vor kurzem hier ein Schiff versenkt von denen. Ist das ein Vulkan? Das werden wir wohl irgendwann erfahren, ne? Verhält man hier Ares? Ich bin nicht begeistert. Das ist auch eine Quest. Das ist ein guter Cliffhanger. Wie es hier weitergeht, das werden wir wohl in der nächsten Session erfahren, denn wir hören jetzt hier auf. Im Regen, im schlimmsten Wetter. Das sieht ziemlich übel aus. Alter Schwede. Kann man irgendwie... Oh, was für ein düsteres Bild, ey. Sonne geht gerade unter. Sieht aus wie in der Hölle. Gut, in dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Achso, speichern. So, irgendwo habe ich das Datum von heute. Da. Überschreiben, überschrieben. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dahin.